Jeder kennt Rosenkohl gekocht oder von der Oma noch zu weichem Matsch verkocht. Und da bin ich eigentlich nicht so ein Freund davon. Ich mag das eher, wenn man den wirklich kurz anbrät, weil er dadurch viel nussiger schmeckt, noch ein bisschen Biss hat und eigentlich ein komplett anderes Geschmacksbild hergibt als ein gekochter Rosenkohl. Dieses Kohlige geht weg, schmeckt einfach, wenn man die Augen zumacht, als wenn man eine Nuss isst, weil es halt wieder zum Wildgut dazukommt. Dadurch entfernen wir den Strunk und zerlegen den Rosenkohl in einzelne Blätter. Mühsame Arbeit, aber für die mühsamen Arbeiten findet sich ja immer jemand in der Küche. So, die Rosenkohlblätter dauern wirklich eine Minute. Und um wieder in diesen typischen Geschmack oder in diese Richtung des Rosenkohls zu kommen, gehört ja dazu Speck und Zwiebeln. Dafür haben wir einen schön geräucherten Bauchspeck. Wenn man natürlich jetzt einen guten Jäger hat oder einen schönen Händler, der sowas vom Wildschwein macht, gleich vom Wildschwein nehmen. Man könnte auch eine Wildschwein-Salami nehmen, was auch wirklich lecker ist. Aber da muss man halt mal vorsichtig sein, Salami beim Braten wird extrem salzig. Wir haben jetzt einen ganz normalen geräucherten Speck. Nehmen wir die feine Streifen schneiden. Und dann ohne Fett in der Pfanne richtig knusprig ausbraten. Die Zwiebel ganz einfach, feine Würfel geschnitten. So, langsam wird der Speck knusprig. Schön, ganz langsam, kleine Flamme, das ganze Fett rausgeht. So, unser Speck ist mittlerweile auch soweit. Jetzt geben wir die Zwiebelwürfelchen dazu. Lassen die noch kurz mit aus. Für den Rosenkohl nehmen wir ein klein wenig Butter. Lassen ihn braun werden. So bei Butter, jetzt fängt sie an aufzuschäumen und das ist der Moment nach dem Aufschäumen, wird die Butter braun. Dann geben wir den Rosenkohl dazu. Lassen ihn kurz braten, ohne großartig zu wenden. Würzen mit Salz, aber Salz vorsichtig, Speck bringt schon Salz mit. So, jetzt wird er am Rand schon langsam braun, einmal kurz durchschwenken und zur Seite stellen. Der zieht jetzt nach, die Resthitze, und der kann nur ein bisschen Biss haben. Der Speck-Zwiebel-Gemisch. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.